könnte Salzburg international gesehen auch so eine Art Corona-Opfer sein, dass eben solche Transfereinnahmen wie in den letzten Transferperioden nicht mehr möglich ist? Stichwort Wang, der ja noch ein Jahr Vertrag hat. Also es wäre, ich möchte fast sagen, der ideale Zeitpunkt, ihn jetzt abzugeben, aus wirtschaftlicher Sicht möglicherweise. Nein, ich glaube, wir werden kein Opfer sein. Wir wollen ja gar keine Opferrolle irgendwo einnehmen, weil wir einfach gut gearbeitet haben und das wollen wir in Zukunft tun. Ich glaube, gute Spieler, vor allem auch gute junge Spieler, werden immer einen Markt haben. Davon bin ich überzeugt, wenn sie das Ganze ein bisschen nach unten revidieren. Aber hören Sie jetzt schon irgendwas heraus, wenn es Anfragen gibt zu Szoboszlai, zu Wang, sind andere Summen im Gespräch? Es ist generell ein bisschen ruhiger jetzt die letzten Wochen und Monate. Aber richtig gute, junge Spieler werden in Zukunft auch ihren Markt haben. Wie schon gesagt, wenn sie das ganze Transfersystem ein bisschen nach unten revidieren wird, dann werden alle Spieler davon betroffen sein. Aber ich denke, junge Spieler ist auch für die Zukunft eine sehr, sehr wichtige Plattform, die sie im Markt haben werden.